Sascha, diese hübschen Herren kommen vom LKA in Berlin. Hier ist ein Name, dauert nicht lang. Danke, dass Sie sich ganz die Zeit nehmen. Meinerseits. Wie geht's in der Hauptstadt? Immer noch einen schwulen Bürgermeister. Na, Frau König. Wir wollen einfach ein paar Dinge klarstellen. Na, dann legen Sie mal los. Frau König führt die Befragung. Natürlich. Wer sonst? Sie heißen Alexander Bukow? Aha, richtig amtlich. Alexander Bukow, ja. Mit Off, wie Tschechow. Oder Fuckoff. Sie sind verheiratet? Ja, das bin ich. Und Sie sind Polizeibeamter? Kriminalhauptkommissar Kripo Rostock. Gegenüber von Ihrem Büro, hier über den Hof. Sind wir schon bei der 500-Euro-Frage? Ich muss erst gucken, wie Ihr Körper sich verhält, wenn Sie die Wahrheit sagen. Zu uns hier nach Rostock waren Sie in Berlin bei der Sonderkommission Belgrad, die gegen den serbischen Bandenführer Subocek ermittelt hat. Richtig? Mhm. Hatten Sie in der Zeit Kontakt zu Soran Subocek? Mehrmals. Er hat gedacht, ich bin sein Informant bei der Polizei. Er hat sogar einiges dafür gezahlt. Das wurde alles ordnungsgemäß abgerechnet. Prüfen Sie es doch. In Berlin, Ihr Sohn Frederik war für einige Tage vermisst, richtig? Hatte Subocek damit was zu tun? Sie sind aus dem Ermittlerteam ausgestiegen und wenig später ist Beweismaterial abhanden gekommen. Gibt es zwischen dem Verschwinden Ihres Sohnes und der Sabotage der Ermittlungen einen Zusammenhang? Ich lege ein Veto ein und tausche die Frage. Seit Sie hier in Rostock sind, lässt Subocek Sie und Ihre Familie beobachten. Die kennen Sie, oder? Die kam anonym per Post. Subocek weiß, dass ich intern gegen Sie ermittle. Und offenbar sollen wir beide wissen, dass er uns im Visier hat. Wir konnten Subocek ein Handy zuordnen. Er hat es nur kurze Zeit benutzt, aber dabei mehrmals eine Nummer hier in Rostock angerufen. Die führte uns zu einer Firma namens Total Security. Sagt Ihnen das was? Personenschutz, Spionage, Geld eintreiben, vermutlich auch Gewaltanwendung nach Bestellung. Wir vermuten, dass die Fotos gemacht haben. Wir haben noch keine genaue Adresse, aber der Chef nennt sich offenbar unter anderem Mate Parlov. Mate Parlov? Das ist doch ein Boxer. Wie auch immer er wirklich heißt, wir wollen ihn haben. Vielleicht führt er uns zu Subocek. Schön. Und was wollen Sie jetzt von mir? Herr Bukow, falls Sie noch Kontakt mit Parlov oder Subocek haben und es uns nicht sagen, dann werden Sie mit untergehen.
Wir machen keine Ausnahmen für Kollegen. Wir müssen jetzt von Ihnen wissen, auf welcher Seite Sie stehen. Ich bin von der Polizei. Und Sie? Ich muss hier nur ein paar Sachen holen für die Eltern von Kurt. Können Sie sich ausweisen? Nur so zu. Für alle Fälle. Können Sie sich ausweisen? Hallo? Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Sie gehören zusammen? Nee. Ich wohne da drüben. Okay. Sie kommen von Geiger, oder? Ich muss jetzt los. Schönen Tag noch. Tschüss. Aber den Stich habe ich doch auf der Trauerfeier gesehen, ne? Ja, ja, ich muss nur ein paar Sachen für die Eltern von Kurt. Also, wenn du irgendwas brauchst, ne, einfach klingeln oder anklopfen drüben. Ich wundere. Ja, okay. Okay, danke. Okay. Tschüss. Soll ich ihn hier suchen? Moin, Chef. Ja, da ist wohl ein Vögelchen aus dem Nest gefallen. Hoffentlich kein Suizid. Wegen sowas will ich nie aus dem Bett geholt werden. Chili. Mhm. Oh, lala. Mhm. Guck mal hier. 4 Karten, 4 Namen. Fokulit. Jemisovic. Marte Palov. Kennst du den? Lass mal sofort die Fingerabdrücke überprüfen. Mach ich. Ey, du kaputt. Komm irgendwie sofort rum. Ja. Altbettelmannstraße 11. Ah, der Engel Pöschel. 18. Etage. Bei der Absperrung da oben sind ein paar Bretter gebrochen. Guter Sprung. Können nur ganz wenige, Prinzessin. Oh, Frau König, Bukow hier. Ach so, ja, dann joggen Sie gleich mal zur Marienkirche. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Chili, Pfefferspray. Machen Sie die Jacke auf. Schusswaffe fehlt. Schon alles abgesucht. Die ist weg. Und das ist Mate Palov. Ist ein Ding, ne? Hier, 2 unterschiedliche Schuhabdrücke. Der hier passt wahrscheinlich zum Opfer. Und hier? Keine Angst, komm ruhig näher, Frau König. Hier haben wir einen Durchschuss. Na, wahrscheinlich hat sich der Täter hierhinter versteckt, bis das Opfer in die Falle gelatscht ist. Wieso hier? Pfefferspray ist doch ein Damenaccessoire. Accessoire? Eine Dame mit Schuhgröße 45. Mhm. Meine sind 46. Manchmal auch 45, wenn sie größer ausfallen. Abukov?
Herr Booker, wo waren Sie heute Nacht? Sollen wir mal ein bisschen Derrick spielen? Okay. Wo waren Sie heute Nacht, Frau König? Motiv hätten wir schon mal. Er hat gegen Sie observiert. Das mögen Sie nicht. Soll ich mal eine interne Ermittlung einleiten? Ich wollte nur fragen, wo Sie jetzt hingehen. Hä? Was haben Sie da? Sie hatten da gerade so einen Blick. Ach, meine Körperchinesik schon wieder. Oh, Jesus Maria. Mit Ihnen möchte ich nicht verheiratet sein. Sie sind echt anstrengend. Hier. Das war in seinem Notizbuch. Alt-Bettelmann-Straße 11. Ist direkt um die Ecke. Stand halt heute die Tür offen, aber keiner da ist. Fand ich dann halt schon so ein bisschen komisch halt. Bukow, Katrin, was macht ihr denn hier? Moin. 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 Was ist hier los? Tür stand offen und die Dame. Gott, ja, also mir ist das jetzt auch schon ganz peinlich. Ich wollte keinen Aufstand machen. Aber also gestern Abend waren ja halt zwei so Typen drin. Und das waren nicht die Bewohner? Nee. Kurt ist ja tot. Der hat sich vor Monaten hängt, ganz traurig. Naja. Na, deswegen habe ich gestern Abend ja überhaupt geguckt. Wie sahen denn die beiden aus? Also der eine war auch Kriminalpolizist, hat er gesagt. Und der war so groß, schlank, schicker, grauer Anzug. So. Der war gleich weg. Krummeliges Haar, Bart? Mhm, ja, genau. Okay. Ja, und den anderen habe ich halt schon mal bei der Trauerfeier gesehen. Und der war irgendwie total komisch drauf. Ist das hier Kurt? Mhm, ja. Haben die beiden das Chaos hier verursacht? Nee, das war der Einbrecher vor 2 Wochen. Einbrecher? Ja, ich hab doch nur bei euch angerufen. Oh. Der ist weg, als er die Sirene gehört hat. Computer und so war weg. Die Notiz hat er mal mit dem Stift hier gemacht. Lutz Brückmann. Lutz Brückmann. Ist das der andere Mann? Mhm. Ja, genau, das ist er. Haben die beiden irgendwas gesagt, geredet, gesprochen? Naja, nicht viel. Obwohl, also als der Polizist gegangen ist, hat der da auf dem Foto gesagt, sie kommen wohl auch vom Geiger oder so. Vom Geiger? Das ist komisch, ne? Action Rostock? Abhörtechniken im Inter- und Intranet, Industriespionage, Wirtschaftskriminalität. Mhm. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Kurt sich umbringt. Der war nicht der Typ. Gibt's einen Selbstmordtipp? Ja, was weiß ich. Also. Aber ich meine, also der hat nicht mal einen Abschiedsbrief geschrieben. Ach. Was ist das? Ein Versteck. Ich dachte mal, ich bin der Einzige, der sowas hat. Was verstecken Sie drin? Versteckte. Mit 16 hatte ich da Pillen und Gras drin. Dürfte verjährt sein. Was haben Pavlov und dieser Brückmann gemeinsam in der Wohnung gemacht? Was gesucht. Und gefunden? Fünf Minuten zu Brückmann möchte ich noch mit. Nehmen Sie doch Ihren eigenen Wagen. Müssen wir das der Umwelt antun? Ich muss mich nur umziehen. Und duschen.
Herr Brückmann? Ich probier's mal. Boah. Das ist ein altes Hobby von mir. Ja, von mir auch. Herr Brückmann, Polizei! Größe 45. Ja, die nehmen wir mit, wenn wir einen Durchsuchungsbefehl haben. Pfefferspray. Damenaccessoire. Brückmann ist auch bei Action Rostock. Handyrechner. König? Kommen Sie mal. Hier, fünfjähriges Mädchen aus Rostock stirbt, war eine Impfung schuld. Das ist fast 5 Jahre her. Was? Das Mädchen ist schon seit 5 Jahren tot? Vater fand noch Homizid vor Gericht. Gestern reichte der Vater der Verstorbenen Klage gegen Geiger Pharma. Geiger? Am Gericht Rostock ein. Lutz, Naomi, Theresa. Ich glaube, die sind nicht mehr zusammen. Hier wohnt auf keinen Fall eine Frau. Ich rufe den jetzt an. Hier im Doberaner Platz, einer der Lutz Brückmann. Bertha, Richard, Übermut, Cäsar, Kaufmann, Martha. Also, ich weiß nicht, jugendlich sehen die alle nicht aus. Inhaltlich ist das ja okay, aber die Schrift... Guten Tag, Dr. Geiger. Ach, Frau Dr. Ulrich, kommen Sie rein. Schauen Sie mal da, geben Sie ihr das mal. Ab Montag in allen Apotheken. Zweiseitiger Redaktionsteil über Promis unter 35 mit Brustkrebs. Ist doch witzig, oder? Was für ein Zufall. Sehr günstig. Günstig war es nicht. Aber warten Sie es ab. Bis zum Verkaufsstart von Evalin reden alle wieder über Brustkrebs. Wenn es mit der Zulassung klappt. Wie geht's denn in Ihrer Schlossklinik? Sind die neuen Rechner endlich eingetroffen? Ach so, ja, danke. Die arbeiten ganz ausgezeichnet. Danke. Und? Was machen unsere Evalin-Tests? Alles gut? Bis auf ein bisschen Übelkeit und Kopfweh, soweit eines Bestens. Zur Zeit läuft uns nämlich etwas davon. Entschuldigung. Roman, hallo. Wie bitte, was ist passiert? War der Parloff ist tot? Was sagen die Fingerabdrücke? Nada, aber ich hab da was laufen. Okay, dann nennen wir ihn erstmal weiterhin Marte Parloff. Laut LKA gibt es eine Verbindung zwischen ihm und der Firma Total Security. Aber keine Adresse. Die SIM-Karte war prepaid und sogar anonym. Er ist 2 Tage alt und nur 3 Nummern drauf. Eine serbische und 2 weitere Prepaids, auch anonym. Letzte Anrufe gestern um 18 Uhr 19 und 20 Uhr 12. Hm. 4 Kreditkarten, 4 Namen. Pöschel, schauen Sie doch mal, was Sie damit anfangen können. Aber nicht einkaufen, ja? Ach recht. Kein krummes Zeug in Ihrer Abteilung erlaubt. Was denn? Was weiß ich, was hier läuft? Ich weiß nur eins. Jedes Mal, wenn jemand Marte Parloff ist tot sagt, werden Sie komisch angeguckt.
Was ist denn mit Geiger Pharma? Lutz Brückmanns kleine Tochter ist nach einer Zeckenimpfung von Geiger Pharma gestorben. Ah, die kenne ich, die Geschichte, ja. Der ist doch ziemlich drüber, oder? Er hat doch Ferdinand Geiger auf offener Straße angegriffen. Das ist doch total durchgeknallt. Und das ist doch kein Wunder, wenn die kleine hops geht da. Chef? Ja? Frau Theresa Brückmann? Hallo, Frau Brückmann, danke, dass Sie gekommen sind. Kriminalhauptkommissar Bukow. Würden Sie kurz hier Platz nehmen? Haben Sie irgendwas von Ihrem Mann gehört? Nein, ein Ex-Mann. Oh, es tut mir leid. Also, das ist eine ziemlich lose Verbindung zu Geiger. Also keinen unnötigen Staub aufwirbeln. Ja? Die Schuhe aus der Wohnung Brückmann sind positiv getestet, 100 pro. Es gab sogar Spuren vom Pfefferspray. Danke. Katrin? Ist die Fallakte von Kurt Heine. Hat sich erhängt. Das heißt, erst wussten sie gar nicht, wer das ist. Aber dann wurde in die Wohnung von Kurt Heine eingebrochen und die Kollegen haben da alles gefunden. Also Portemonnaie, Handy etc. Und erst durch den Einbruch haben sie mitgekriegt, wer sich da eigentlich erhängt hat. Das ist witzig, oder? Mehr ist nicht. Wir sind gerade mal 6 Fotos von der Auffindsituation. Wenn es klar Selbstmord war. Ach so, Katrin, die Beweisstücke habe ich zu dir ins Büro geschickt. Ne? Okay, danke. Petra, könntest du bitte... Nein. Naomi war gerade 5 geworden. Sie war kerngesund, total lebendig. Und 3 Tage nach der Impfung war sie total schlapp, konnte gar nicht mehr gehen. Eine Woche später hat sie aufgehört zu sprechen. Und hatten wir sie noch 3 Tage. Lutz hat sie morgens im Bett gefunden. Das tut mir leid. Ihr Mann hat gegen Geiger Pharma geklagt. Sie nicht? Doch, am Anfang ja. Aber wozu? Bei Impfungen gibt es ja immer Risiken, das weiß man ja. Aber Lutz hat sich in dem ganzen Kampf total verloren. Was heißt das? Er hat sich für nichts anderes interessiert. Ja, er wurde auch ganz anders. Aggressiv. Ich bin dann da weg. Ich konnte nicht mehr. Lutz hat Ferdinand Geiger angegriffen. Ja, das war vor Jahren bei der Hansesel. Da war so ein Fest und wir sind dort einfach nur spazieren gegangen und haben so geguckt. Ja, und dann hat er ihn gesehen und ist völlig ausgerastet. Ist mit so einem Holzding auf ihn losgegangen. Hat er wieder was gemacht? Das versuchen wir gerade rauszufinden. Wer auch immer das hier gerade anschaut. Ja, wahrscheinlich ist mir dann doch etwas zugestoßen. Kein Scheiß, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Das ist ein ziemlich ernstes Thema. Also bitte, 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 Geschichte zu Geschichte. Mach schon. Bin da ein bisschen rumzuschnüffeln. Ist echt krass, was ich da alles rausgefunden habe. Und gesammelt habe. Genug, um einige Nasen hinter Gitter zu bringen. E-Mails, interne Memos. Verschlüsselte Mitte. Scheiße. Herr Brückmann, hier ist Katrin König vom Landeskriminalamt. Ich habe Ihnen schon mal auf Band gesprochen. Bitte rufen Sie mich zurück. Auch vertraulich, ja? Ich habe Ihnen meine Nummern per SMS geschickt. Dankeschön. Ja, servus. Wen haben wir denn da? Unser Mate Palov heißt eigentlich Milorad Batza.
Die Kollegen aus Österreich hatten bei den Fingerabdrücken Volltreffer. Aber jetzt? 6 Anzeigen, unter anderem wegen illegaler Kfz-Ausfuhr, Betrug, Körperverletzung etc. Kommt eigentlich aus Stepojevac, Serbien. Stepojevac. Ist was? Heine war EDV-Chef bei Geiger Pharma. Ah. Da wäre eine Überdosis einfacher gewesen. Und ich finde, Ihre Kollegen waren etwas voreilig mit der Festlegung auf Suizid. Hier, das ist ein Foto von dem Gebäude, in dem er sich hängt, und die Straße davor. Fällt Ihnen was auf? Ja, die sind überbelichtet und schief. Meine Kollegen sind halt rundum unfähig. Kleiner Tipp. Die Aluleiter stammte nicht vom Fundort. Und Heine wohnte 4 Kilometer entfernt. Und kein Fahrzeug. Genau. Heines Auto wurde direkt vor seiner Haustür gefunden. So, die Gerichtsmedizin schließt eine Fremdeinwirkung aus. Nein, das deuten Sie so, genauso wie Ihre Kollegen es getan haben. Befunde, die zwingend an Fremdeinwirkung denken lassen, sind nicht erkennbar. Er schließt nicht Fremdeinwirkung aus, er hat nur nichts gefunden. Mann, wir von der Kripo, wir sind echt ein Haufen von Dilettanten und Verbrechern. Gott sei Dank haben wir das LKA. Danke, Frau König, danke. So, jetzt reicht's mir ab. Was kann ich dafür, wenn Sie unter Verdacht stehen, die Ermittlung gegen Zoran Subotschek, einen der meistgesuchten Mafiosi Deutschlands, sabotiert zu haben? Ich habe mir das nicht ausgesucht, ja? Der Börner ist es nicht! Heul doch. Was ist jetzt? Feierabend. Zeit für die Familie. Herr Buchhoff, ich möchte morgen früh zum Leichenfundort. Dürfen Sie. Puh, Affe. Das habe ich gehört. Gut so. Wenn Heine bei Geiger Pharma gearbeitet hat, dann hat Lutz Brückmann ihn vielleicht aufgehängt. Er passt auf jeden Fall in das Raster des Amokläufers. Traumatisiert, Ohnmachtsgefühle, Aggressionsschübe. Und jetzt hat er auch noch Bazzas Waffe. Türsteherin im Miau-Club. Für mich hat die paar Fahrten in die Ukraine gemacht. Kann ich wärmstens empfehlen. Oh. Vater, ey, die ist ja noch nicht mal Mitte 20. Du, ich nehme sogar bis 30, wenn sie hübsch ist. Ja, jedenfalls hat sie mir erzählt, dass sie früher bei Total Security war und der Chef da sich Marte Pavlov nannte. Jedenfalls habe ich sie vorhin gefragt, wegen Zoran Subotschek. Und sie sagt, dass der Chef öfter mit einem Zoran telefoniert hat. Ist wohl sein Cousin. Eigentlich sein Blutsbruder. Samuel, jetzt putz endlich deine Zähne! Ja, mach ich doch! Dein Vater hat es uns selbst angeboten, Mäuschen. Er hat keine Lust darauf, dass er an der Bank Zinsen zahlen, wenn er es uns geben kann. Das sind alles Verbrecher, sagt er. Er muss es ja wissen. Vivian, das ist Schwarzgeld. Der Papa macht sie langsam zur Geldwaschmaschine. Die Dämmung reduziert die Heizkosten um 20%. Macht doch, was ihr wollt.
Was ist denn los? Arbeitsstress? Diese schweigende Heldnummer fand ich immer sehr sexy. Mhm. Jetzt macht sie mir Angst. Quatsch. Ist nix. Einfach noch ein bisschen viel los. Das glaube ich dir nicht. Egal. Ich muss los. Jungs, Abflug, sagt Papa tschüss. Attacke! Ich krieg das nicht. Okay. Ich fahr euch. Gabi! Ja! Mit Blaulicht! Okay, mit Blaulicht. Čemo, gospodin Suboček? Prvo u Milošovu kancelariju, a onda kod Geiger. Der Hausmeister hat ihn gefunden. Wo ist das Messer? Das Seil ist zerschnitten. Gibt kein Messer. Na. Frau König, was haben Sie denn vor? Machen Sie nicht gleich in die Hose. Er hat das Licht angemacht. Eine? Nee, der Hausmeister. Steht so in seiner Aussage. Hier, ich gehe einfach runter, denk mir nichts dabei, mach Licht an und da hängt er direkt vor mir wie so eine Puppe. Mir ist das Herz fast stehen geblieben. Verstehe. Einer hat sich im Dunkeln erhängt. Er hat die Leiter aufgestellt, das Seil zugeschnitten, einen aufgehängten Schlauch gemacht. Und dann mal eben das Licht ausgemacht. Um dann im Dunkeln die Leiter wieder hochzuklettern. Macht keinen Sinn. Also mordsgefährlich. Oder jemand hat ihn erhängt und beim Rausgehen das Licht ausgemacht. Und das Messer mitgenommen. Gute Arbeit, Frau Kollegin. Und wenn Sie jetzt das Licht ausmachen, dann können wir noch ein bisschen knutschen. Sehen Sie? Dramatisch negative Entwicklung bei zwei Probanden. Schwere Leberfunktionsstörung. Fast identischer Verlauf. Woran liegt's? Wir sind dran. Es muss nicht an Evalin liegen. Es gibt auch noch andere Verursacher. Naja, eigentlich gibt... Ja, finden Sie was! Krankenhausinfektion zum Beispiel. Können Sie einen MRSA-Fall verkraften? Wie bitte? Wir hatten in meiner Klinik seit 10 Jahren gerade 2 schwere Fälle. Das kommt gar nicht in Frage. Nach Weißen wird man eh nicht. Nein, das kann ich nicht. Herr Dr. Ulrich, wissen Sie eigentlich, worum es hier geht?
Ich werde ihm die Augen ausstechen. Rückmann ist anscheinend untergetaucht. Das gefällt mir auch nicht. Der Mann ist labil. Keine Sorge, wir stellen Ihnen weitere Wachmänner zur Verfügung. Herr Doktor, ich werde meinen Cousin in Serbien beerdigen und wir sollten seine Familie kompensieren. Wir? Sie haben doch bestimmt genug Geld von der Schweinegrippe-Impfung übrig. Dafür haben Sie bereits ein sehr großzügiges Vermittlungshonorar erhalten, Herr Subotschek. Und um ehrlich zu sein, Bestellung hätten wir auch ohne Sie bekommen. 3 Millionen Impfungen. Ende waren es keine 2 Millionen. Wollen Sie wissen, was wir alles für Sie getan haben? Ist nicht nötig, danke. Falls nötig, ich habe alles protokolliert. Das Hormon Testosteron fördert zwar Aggression und dominantes Verhalten, aber es schränkt oft auch rationales Denken ein. Es wäre zum Beispiel ziemlich irrational, mich zu erpressen. Das ist keine gute Idee. Also kümmern Sie sich um Ihre Aufgabe und tun Sie es möglichst leise und diskret. Du ermittelst nicht bei Geiger. Die Staatsanwaltschaft hat mir eben das halbe Ohr abgekaut, weil ihr wieder die Kurt-Heine-Akte geöffnet habt. Die Staatsanwaltschaft will nur nicht zugeben, dass sie mit dem Suizidbefund daneben lag. Ach Mensch, Sascha! Du solltest den Tod von diesem Total-Security-Typen untersuchen. Der Serber, der ist doch nicht alleine vom Kirchturm geflogen, oder? Was weißt du denn schon über den? Doch so viel, ja? Was hat der denn mit Geiger Pharma zu tun? Nischt. Schau dich doch lieber erstmal bei den Chaoten um. Was für Chaoten? Ach, bei diesen linken Aktivisten. Gute Frage. Was? Ja, was hat Badger mit Geiger Pharma zu tun? Warum war er in Heines Wohnung? Was wissen wir überhaupt über Badger? Volker? Jo? Guckst du dich mal an Heines Arbeitsplatz bei Geiger Pharma um? Klar. Ich denke, Röder hat gesagt, wir sollen da jetzt nicht hin. Mir hat das verboten, Volker nicht. Super, Sascha. Hattest du mich gerade in die Scheiße, oder was? Dich doch nicht. Apropos. Ja. Ja. Mit dieser Karte wurde Bargeld im Umkreis der Nobelstraße abgebucht. Und mit dieser hier wurde vor 10 Tagen Büroware bestellt. Geliefert an die Firma T.S. Total Security. Lisa Meitner, Ring 15. Ich bin startklar, let's go. Ich mach das erstmal alleine. Quatsch, ist doch überhaupt kein Problem. Hüschel, ich brauch sie da nicht, okay? Okay. Hallo? Milorad Badza ist ein Cousin von Zoran Subotschek. Sie sind zusammen in Stepujevac in Serbien aufgewachsen. Ach du Scheiße. Total Security gehört bestimmt Subotschek. Er hat auch sonst überall seine Sippe in den Chefsesseln. Hat er was mit dem Fall zu tun? Keine Ahnung, aber er wird hierher kommen, nach Rostock. Sein Kum wurde getötet. Wie bitte? Sein Kum. Das ist sowas wie ein Blutsbruder. In Serbien sagt man, erst kommt Gott, dann dein Kum, dann deine Eltern. Okay. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Das ist jetzt vielleicht unsere Chance. Ich werde ihn nicht festnehmen. Was soll das heißen? Wieso nicht? Das geht einfach nicht. Verschlüsselte Mails, geheime Studienprotokolle. Eine Dankesmail an einen Münchner Wissenschaftler, der bestochen wurde, um in einem Fachblatt positiv über ein Medikament zu berichten. Ich will einen Deal machen. Wenn ich hier den Maulwurf mache, dann muss ich... Mann, ey, ich bin meinen Job los. Das muss ich auch... Thank you.
Tod ist nur ein Fall von vielen. Die Pharmaindustrie hat jede Menge Leichen im Keller. Das sind die Chaoten. Wie bitte? Nette Truppe. Wir sind aktiv gegen Leute mit sehr viel Geld. Und die tun einiges. 2003 ist unser erstes Büro ausgebrannt. Und vor 3 Monaten hat ein gezielter Virus unseren Server komplett lahmgelegt. Oh je. Kurt hat's wieder geflickt. Ach, war er für die Computer zuständig? Danach schon. Wie lange war er denn schon Mitglied hier? Ach Gott, nicht lange. 5, 6 Monate. Total Security. Der Impfstoff war nicht richtig getestet. Hier, Lutz hat die Broschüre beim Kinderarzt gelesen und geglaubt. Der Tod lauert überall. Schützen Sie Ihr Kind. Dass ein Kind in Rostock statistisch gesehen eher an einem Blitzschlag sterben wird, als an den Folgen der Frühsommermeningitis nach dem Zeckenbiss, das steht da nicht. Und von den möglichen Nebenwirkungen der Impfung stand in der Broschüre auch nichts raus. Verkauft sich auch nicht so gut. Vielleicht wusste Geiger Pharma noch nichts von ernsten Nebenwirkungen. Das ist eine Aktiengesellschaft, die muss Profit machen. Pharmakonzerne machen Gewinn mit kranken Menschen, nicht mit gesunden. Lutz Brückmann hat Dr. Geiger schon mal tätlich angegriffen. Lutz hat jahrelang mit Rechtsmitteln gekämpft, wie es sich gehört. Und was hat er jetzt davon? Der Impfstoff ist immer noch auf dem Markt. Herr Bukow. Wie geht's Soran? Ist er hier? Was willst du? Ich habe was für ihn. Was denn? Beweismaterial. Aus Berlin. Morgen um 3. Im Fights Club. Vergiss es. Es geht nicht. Frag ihn. Es wird gehen. Hallo, Frau König, was gibt's? Moin, Bukow. Kennen Sie die Geschichte von Nestle und Attac in der Schweiz? Nö. 2003 oder 2004 herum, eine Autorengruppe von Attac Schweiz hat ein Buch über die Geschäftspraktiken von Nestlé geschrieben. Ah, bestimmt nur Gutes. Irgendwann kam raus, dass eine der Autorinnen Spionin war für eine Sicherheitsfirma, die im Auftrag von Nestlé ermittelt hat. Krass. Voll, aber auf so einer Konzernebene scheinbar normal. Kurt Heine hat für Geiger Pharma bei den Aktivisten spioniert, oder was? Ja, macht doch Sinn. Ich meine, er war seit 6 Monaten Mitglied bei Action Rostock. Zufällig stürzte vor 3 Monaten der Server ab. Kurt Heine kommt zur Rettung und ist seitdem dafür die EDV zuständig. Mit Einblick in alle Daten, na super. Da haben sich die Aktivisten bestimmt gefreut. Die haben das überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Und Lutz Brückmann auch nicht? Das wissen wir nicht. Okay. Aber was hat das alles mit Milorad Badzer zu tun? Ja, ich meine, vielleicht hat Total Security die Spionage koordiniert oder so. Keine Ahnung. Was gibt's bei Ihnen Neues? Nichts Erwähnenswertes.
Hallo? Theresa? Lutz? Hallo? Lutz, was machst du? Wo bist du? Du musst zur Polizei gehen. Das geht nicht. Die stecken alle unter einer Decke. Die sind hinter mir her. Ruf die Kommissarin König an, die ist in Ordnung. Mit der kannst du reden. Theresa, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich Geiger fertig, aber endgültig. Für Naomi, nein, für uns. Nicht für mich und nicht für Naomi. Lass es. Geh bitte zur Polizei. Theresa, sag mal, spinnst du? Ich hab jetzt Beweise. Hör auf. Theresa, ich hab jetzt endgültig Beweise. Ich kann nicht mehr, bitte. Theresa! Theresa! Also, der Heine war der Abteilungsleiter in der EDV und laut Hausmeister sogar ein Vertrauter vom alten Geiger. Ach. Ja, war fürs Netzwerk und die Datensicherheit des Vorstands zuständig. Der Arbeitsplatz war natürlich leergefegt und Rechner etc. alles weg. Aber das hier hat er unter die Schreibtischauflage geklebt, als hätte er es verstecken wollen. Oh, wo? Wo können die? Ist mal was. Oh, schönen okay. Feierabend. Ja. Ja. Der Impfstoff, den Naomi bekam, der war ganz neu. Es gab schon einen alten Impfstoff, dessen Wirkung und Nebenwirkung schon lange erprobt waren. Der galt als sicher. Mhm. Aber dann lief das Patent aus und andere Firmen haben ihn billiger angeboten. Also entwickelte Geiger Pharma ganz schnell einen neuen Impfstoff, der kaum besser war, und brachte ihn mit großem Getue auf den Markt. Und wozu das? Das Patent war halt neu. Geiger konnte ihn zu einem wesentlich höheren Preis verkaufen und dank der fetten Werbekampagne wurde er zum neuen Marktführer. Na super. Mhm. Möchten Sie ein paar Eiernudeln? Garantiert ohne Gluttomate. Danke, nein. Und jetzt kommt's. Der neue Wirkstoff hat vermutlich noch ganz andere Nebenwirkungen. Brückmann hat nach Naomis Tod weltweit recherchiert. Er hatte über so Internetforen Kontakt zu Angehörigen von erwachsenen Probanden, die beim Testen des Impfstoffs entweder schwer erkrankt oder gestorben sind. Geiger Pharmas eigene Studien wohlgemerkt. In den Studienergebnissen wurden diese Fälle aber nicht berücksichtigt. Ja, aber wie das? Ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder Beweismittel zerstört. Sorry. Scheinbar ist es ganz normale Praxis, Todesfälle während der Testphasen als nicht abgeschlossene Therapien zu verbuchen. Damit müssen sie dann in den Studienergebnissen nicht erwähnt werden. Geiger Pharma hat tödliche Nebenwirkungen bewusst vertuscht. Krass. Und es gibt keine unabhängigen Studien, freiwillige Selbstkontrolle. Brückmann hat versucht, dagegen zu klagen, wurde aber von der Staatsanwaltschaft gebremst. Und wieso? Das ist ganz einfach. Ich meine, um so einen Fall bis zur Anklage zu bringen, da müsste erst mal ein Auswerteteam mit der Medizinstudium 2 Jahre durch tonnenweise Akten. Und die Erfolgschancen auf einer Skala von 1 bis 10, eher schwarz, sag ich mal. Schön, dann können die Pharmakonzerne ja machen, was sie wollen. Ich möchte jetzt Geiger vorladen. Nee. Ich hab schon wieder eine Beschwerde vom Staatsanwalt Evers reinbekommen, weil unser Schimanski hier sein Spürhund zu Geiger Pharma geschickt hat. Sie können Dr. Ferdinand Geiger nicht wegen irgendeinem Schnullipulli hier in die Zelle bestellen. Ach nee, wieso nicht? Jetzt testen Sie aber meine Geduld nicht, Frau König. Wenn wir den einfach ohne Anklage hierher zitieren, dann habe ich bald die halbe Landesregierung im Büro. Ach, der besitzt Immunität vom Gesetz, verstehe. Klar, bei seiner Kohle, da hätte er ja auch am meisten zu verlieren. Das war mir klar, dass Sie so einen nicht leiden können. Jetzt lassen Sie sich doch bei Ihrer Arbeit nicht von Ihrem naiven linken Fanatismus und von Ihren plumpen Feindbildern leiten. Gut, dass Sie mir nichts zu befehlen haben. Sascha, du bleibst hier. Sag mal, Henning, auf welcher Seite stehst du denn? Ja, wo seid ihr? Okay. Ich bin gleich bei euch, ja? Kuss. Schönen Feierabend. Danke. Auch wegen eben.
Gerne. Haben Sie Angst um Ihre Familie wegen Subotschek? Können Sie ihn deswegen nicht verhaften? Dezember. Vivien wollte Frederik von der Sportgruppe abholen. Er war aber schon weg. Dann haben wir die ganze Nachbarschaft abgesucht. Und um 4 war es ja auch schon dunkel. Und da hat Subotschek angerufen. Frederik, geht's gut, sagt er. Ein Wort zu deinen Kollegen und es geht ihm nicht mehr gut. Im Hintergrund kann ich Frederik hören, hat mit irgendeinem da Playstation gespielt. Und dann hat er mir gesagt, was ich machen soll. Ich soll ihm die Zeugen und die V-Männer nennen und die Beweismittel ein bisschen überarbeiten. Und, haben Sie gemacht? Ich weiß, wozu dieser Typ in der Lage ist. Der ist ein Tier. Der sticht gerne mit einem Messer ganz langsam ins Auge. Das ist so eine Art Markenzeichen. Total bescheuert. Sie haben Zeugen und V-Männer genannt. Sie können sich das nicht vorstellen, Frau König. Subotschek hat 2 Tage lang nicht angerufen. Vivien war völlig am Boden, die war zerstört. Ich habe mir nachts eingeredet, dass Frederik tot ist. Ich wollte es hinter mir haben, Ich wollte vorbereitet sein. Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich Samuel sage. Samuel, dein Bruder Frederik ist tot. Ja. Ich habe den Kronzeugen verraten und ja, ich habe die Ermittlungsakten manipuliert und Beweisstücke vernichtet. Der Kronzeuge wurde ermordet? Und Frederik? Nach 3 Tagen stand er vor der Tür mit paketweise Geschenken auf dem Arm. War ein bisschen durch den Wind, aber sonst ganz okay. Wenn ich Subotschek festnehme, gibt er direkt vom Knast den Abschussbefehl für die gesamte Familie. Was ist, wenn ich ihn festnehme? Er weiß, dass wir zusammenarbeiten, Frau König. So. Und jetzt wissen Sie alles. Da bist du ja. Und, wie ist das gelaufen? Ach, ich habe sie zum Bahnhof gebracht. Die Jungs waren total aufgeregt. Die werden austicken, wenn die den Vergnügungspark da sehen. Und für Vivien habe ich für übermorgen im Hotel ein Wellness-Arrangement gebucht. Mit Schlammfondue oder Fango oder sowas. Und, hat sie was gemerkt? Nee, die denkt wahrscheinlich, ich habe eine Affäre. Und? Kannst du doch. Papa, Papa. Hilf. Ja, dann vertell mir was. Endlich. Subotschek ist all hier.
Weißt du noch den Tisch? Fette Bude, ey. Kommen wir da jetzt rein? Wie? Sind Sie nicht offiziell angemeldet? Hab ich irgendwie verpennt. Polizeischutz! Aha. Sie sind ein schlechter Einfluss. Gehen wir doch am besten gleich mit. Wie bitte? Größer, da mache ich mir keine Sorgen. Völliger Quatsch. In dem Fuzzi, aber es ist egal. Ja, na, mein Schatz, komm, erzähl doch mal ein bisschen über Beijing. Ja, ich war gerade mit einer Freundin in Beijing. Faszinierende Stadt. So groß. Im Gegensatz zu Rostock. Guten Tag. Guten Tag. Katrin König, Kriminalhauptkommissarin LKA. Landeskriminalamt. Dürfte ich Dr. Geiger vielleicht für einen kurzen Moment mal entführen? Jetzt? Bitte. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Geht ganz schnell. Und zwar geht es um einen Ihrer Mitarbeiter, Kurt Heine. Sie sind gut. Worum geht's? Schreckliche Geschichte. Tragisch. Meine Mitarbeiter haben mir erzählt, dass er depressiv war. Aha. Kennen Sie Action Rostock? Nein. Das kam aber schnell. Danke. Hallo. Staatsanwalt Evers. Herr Bukow. Was machen Sie denn hier? Das wollte ich Sie gerade fragen. Ich habe zuerst gefragt. Also die Kommissare vom LKA sehen einfach besser aus. Ja. Ach, jetzt weiß ich, woher Dr. Geiger und Sie sich kennen. Vom Fußballverein, ne? Ich habe gestern mit Ihrem Chef telefoniert. Also was soll der Auftritt? Können Sie das kurz mal halten? Also, wenn ich das mal sagen darf, dass ihr diesen Trainer rausgeschmissen habt, finde ich goldrichtig. Man darf einfach nicht auf die Presse hören. Kurt Heine hat bei Action Rostock für Sie spioniert. Das wissen wir bereits. Ist ja auch kein Verbrechen, soweit ich weiß. Herr Heine war bei uns für die elektronische Datenverarbeitung zuständig und mehr nicht. Ich kann das auch verstehen, wenn Sie sich vor solchen Gruppierungen schützen wollen. Ich meine, wenn jetzt Action Rostock mit irgendwelchen Geschichten über Ihre Geschäftspraktiken an die Öffentlichkeit treten würde, ich meine, die Schäden wären ja nicht auszudenken. Frau König, ich habe Geiger Pharma vor 35 Jahren gegründet und seitdem retten wir täglich Leben. Das ist sehr nobel, Dr. Geiger. Deswegen bin ich aber nicht hier. Oh, doch, ich kenne diesen Tonfall. Ihnen wäre doch am liebsten, ich würde in einer Höhle wohnen und täglich auf meinen Buckel ein Kreuz zur Arbeit schleppen, wenn ich die Leute gesund mache. Ja, Sie sehen einen wohlhabenden Mann vor sich und ganz automatisch
projizieren Sie irgendwelche kriminelle Energien in ihn ein. Aber Sie irren sich. Jetzt hören Sie endlich mit dem Bullshit auf und sagen Sie, warum Sie hier stören. Oh, Entschuldigung. Ich meine, wenn ich Staatsanwalt wäre, dann würde ich mich auch bei der Polizei beschweren, dass die Kripo bei meinem Kumpel rumschießt. Sie haben eine Minute Zeit, das Gelände zu verlassen. Ansonsten leite ich ein Disziplinarverfahren ein. Ist das klar? Klar, Moment. Ja. Vorgestern Abend wurde jemand von der Marienkirche geschubst und das war die Nummer, die er zuletzt angerufen hat. Seltsam, ne? Ich habe mich bestimmt verwählt. Ja, tut mir leid, meine Gäste. Erwarten mich. Ich hätte Sie ja liebend gerne mit dazu eingeladen, aber wir sind heute doch hier im privaten Kreis. Ja, schon gut. Ich glaube, ich muss das mal checken. Zeigen Sie mir Ihren Durchsuchungsbefehl. Und jetzt hauen Sie ab. Hey, meinen Sie, Geiger hat Badger auf Brückmann gehetzt? Ist möglich, wenn Brückmann seinen EDV-Chef abgemuxt hat. Ich meine, für Geiger ist Brückmann schon lange ein Stachel im Arsch. Aber da wäre doch der Rechtsweg einfacher. Ja, stimmt. Mit dem hauseigenen Staatsanwalt vor allem, der übrigens aus sich steht. Mann, ey! Für mich sehr, sehr unhöflich, Brigitte. Vielleicht hat Brückmann versucht, über Heine an interne Daten von Geiger Pharma zu kommen. Mit Gewalt. Aber dann doch nicht, indem er ihn erhängt. Ich denke auch nur laut. Helfen Sie mir. Legen Sie los. Hugo, fuck, ey. Ja, da ist um 15 Uhr ein Termin. Ich weiß. Volker? Hm? Ich weiß, dass du ihn magst, aber ich habe da gestern was mitgekriegt. Lass einfach stecken, okay? Bukow ist kriminell. Ah, vielen Dank. Tschüss. Brückmann hat vielleicht in Heines Wohnung was gefunden, was für Geiger gefährlich sein könnte. Heine hat es noch vor seinem Tod verraten. Oder so. Und deswegen hat Badza Brückmann verfolgt. Bis zur Marienkirche. Tschüss. Volker, ich mein's ernst. Kann ich dir noch vertrauen? Pischi, halt einfach einen Rand, ja? Ich weiß, dass du seinen Job willst, aber halt mich da raus, okay? Liebe Rostock, Volker Tiesler. Frau Dr. Lindner. Ah, ja, klar. Action Rostock. Was? Brückmann war bei Ihnen? Alles okay. Was machst du? Wie? Wo bist du? Du, Theresa, ich gehe nicht zur Polizei. Die sperren mich sofort ein, das kann ich nicht. Hey. Hey, du musst nicht fallen. Es ist alles gut. Weißt du was? Ich mache jetzt Geiger fertig. Er wird auf den Knien vor mir rutschen und um Gnade winseln, aber diesmal ist es zu spät. Können wir uns treffen, Lutz? Aber, Theresa, ich muss, ich... Okay, ich will dich sehen. Ja. Theresa? Ich möchte so gerne wiedersehen. Du, ich muss dir was zeigen. Beweise. Nein. Doch. Weißt du was? Komm einfach her. Ich habe mich versteckt in der Seemöwe in unserer Pension. Erinnerst du dich? Ich warte auf dich, ja? Hey,
Er wollte anscheinend eine DVD kopieren. Tja, irgendwas hat nicht funktioniert. Der ist total ausgerastet. Und hat er mich gesehen, ist rausgerannt. Ich konnte überhaupt nichts machen. Darf ich mal? Er hat seinen Mail-Account offen gelassen. Hä? Ja, von vorgestern. Wie kann denn Kurt nach seinem Tod eine Mail verschicken? Automail. kurth@automail.to. Das ist ein bisschen wie diese automatischen Notbremsen beim Lokführer. Wenn er nicht auf den Knopf drückt, hält der Zug an. Lieber Lutz, diese Mail kommt automatisch zu dir, falls mir was zustößt. Ganz wichtig, traue keinem. Geh zu meiner Wohnung, Nachbarin hat Ersatzschlüssel. Es gibt da was für dich, schaue gut nach. Du wirst schon wissen, wo du suchen musst. Pass gut auf dich auf. Leb wohl, Kurt. Puh, krass. Ein Freund von mir, Kurt Heine, ist vor einem Monat gestorben. Ja, ich weiß. Alle denken, es war Selbstmord. Aber die Wahrheit ist, dieses Schwein von Geiger hat ihn umgebracht. Dieses Schwein hat unsere Tochter umgebracht und jetzt auch Kurt. Kein Mensch macht was. Ich kann machen, was ich will. Ich habe alles schon versucht, aber diese Scheiß-Kater-Berlin... Scheiß-Richter, keiner reagiert. Niemand macht was. Okay, ich weiß. Ich verstehe das. Lutz, was haben Sie bei Kurt in der Wohnung gefunden? Ein Video. Gott hat ein Video gemacht. Hier... Das ist Kurts Stimme. Geiger hat sie alle gekauft. Zulassungsbehörden, Ärzte, Politiker. Maria, sei doch gut, ja! Weiß. Am Ende sage ich dir, wo alles versteckt ist. Das hier habe ich auch gefunden. Eine E-Mail von Geiger. Es geht um Naomi. Harald, in der Sache NB, Naomi Brückmann. Nach wie vor besonders achtsam sein. Symptome gab es schon in Arizona. Eventuell nachweisbar die Synkope und neurologische Reaktion. Prüfen Sie Testprotokolle, um Übereinstimmung unnachvollziehbar zu gestalten. Lutz? Ich brauche diese Aufnahmen. Bringen Sie die zu mir. Kommen Sie zu uns. Mein Strick soll ich jetzt selber wohl auch noch mitbringen. Nee. So einfach geht das nicht. Den Fehler hat Kurt gemacht. Er wollte einen Deal mit euch machen. Und was ist ihm passiert? Moment. Kurt Heine ist zur Polizei gegangen? Sie kriegen die DVD von meiner Frau. Frau König, hören Sie jetzt genau zu. Sie sorgen dafür, dass alle mitkriegen, was dieses Schwein von Geiger gemacht hat. Nein, das ist... Herr Brückmann! Fuck! Ja? Warte mal auf. Kurt Heine hat nicht für Geiger spioniert, sondern gegen Geiger. Er war Whistleblower. Er wollte Geiger ausliefern. Lutz Brückmann hat ein Video von ihm, auf dem er alles ganz genau erklärt. Geiger hat das irgendwie mitbekommen. Und Milorad Badza angeheuert. Genau. Komisch ist nur... Das Messer. Was? Milorad Badza hat ein Kampfmesser bei sich. Was ist komisch? Ach so, komisch ist, ich wollte, dass Brückmann zu uns kommt und er meinte, Heine hätte das gemacht. Wollte einen Deal machen und jetzt sei er tot. Meinen Sie, ein Polizist könnte ihn irgendwie verraten haben? Frau König, davon hätte ich doch was gewusst. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns später. Danke. Tschüss. Doch, Vater. Ach, Million. Na klar. Falt immer bereit. Hallo! Arme hoch. Alles im Auto.
Kurve. Lange ist es her, Sascha. Du bist ganz schön gründlich, Soran. Soll ich dir vertrauen? Ich will dich nicht festnehmen. Setz dich. Lebensversicherung. Dachte ich mir fast. Da waren wir zusammen in Hamburg. Du hast mich fotografiert. Die Zeitung ist der Beweis, dass du in Hamburg warst. An dem Abend kam die Lieferung aus Syrien. Ich konnte es nicht glauben, als es mir klar wurde. Ich dachte, du bist ein Freund. Das ist alles sehr traurig, aber weißt du was? Ich will, dass wir wieder Freunde werden. Ich will, dass du wieder für mich arbeitest, aber diesmal wirklich für mich. Vielleicht habe ich dich ja in Berlin zu schlecht bezahlt. Im Grunde genommen sind wir beide ganz ähnliche Typen. Und jetzt suchen wir auch noch den gleichen Typen. Diesen Lutz Brückmann, kennst du den? Der hat meinen Kumilosch getötet, Sascha. Notwehr, Soran. Dein Kumilosch wollte ihn umbringen. Vorher hat er Kurt Heine erhängt. War das ein Auftrag von Dr. Geiger? Heine wollte den Maulwurf spielen und wurde verraten. Du weißt doch bestimmt von wem. Dr. Geiger hat viele Freunde. Zufällig auch ein Staatsanwalt. Siehst du, wir beide könnten uns gut helfen. Was soll das, Sascha? Was hast du vor? Bitschkojenner, glaubst du, du und dein alter Vater könnt mir was antun, hä? Ich habe Männer vor deinem Haus und im Kindergarten und wenn ich mich in einer halben Stunde nicht melde, besuchen sie deine Familie. Die sind gar nicht mehr da, du hast sie weggeschafft. Gut! Polizei! Schnell! Raus hier! Raus! Was macht der denn hier? Geschlossen, du Wichser.
Theresa? Heine hat Dokumente bei Geiger Pharma gesammelt, vertrauliche Mails, Protokolle, anscheinend genug, um Geiger höchstpersönlich hinter Gitter zu bringen. Das wäre der Megaskandal. Hier, der Schnitt passt und wir haben sogar Fasern am Messer gefunden. Der Strick wurde eindeutig mit Badgers Messer durchgeschnitten. Und hier, revers, wenn man das rückwärts liest, dann ergibt das die Rostocker Nummer 0381-55540. Das ist die Staatsanwaltschaft. Ja. Und revers ist R. Evers. Staatsanwalt Roman Evers. Darf ich raten, dass er auch Heines Suizidbefund unterzeichnet hat? Heine wollte einen Deal machen. Er wollte seine ganzen Beweise verkaufen und sich als Kronzeuge anbieten. Vermutlich hat Evers Geiger gewarnt, dass er einen Whistleblower im Haus hat. Und der wiederum hat Milorad Badger angeheuert, um Heine auszuschalten. Vermutlich. Schöne Geschichte mit Puzzle und allem. Aber bevor ich den größten Pharma- und Justizskandal der letzten Jahre an die Öffentlichkeit gebe, könnt ihr irgendwas außer diesem Messerschnitt da von euren Vermutungen konkret beweisen? Entschuldigung. König? Frau Brückmann, ganz ruhig. Was ist los? Moment. Ich bin gerade attackiert worden, nämlich hat so ein Mann in so ein Auto getragen. Und ich musste Lutz bitten, dass ich ihn treffen soll. Schnell zu Lutz in die Pension sehen, Müllwerden Warnemünde. Okay, Frau Brückmann, ganz ruhig, ihm wird nichts passieren. Michi, wo bist du? Machen Sie sich keine Sorgen. Was okay, ist denn? Fahr nach Warnemünde. Ja, wo sind Sie? Kräfte. Frau König, Lutz will Dr. Geiger umbringen. Frau König, ich habe Brückmanns Zimmer gefunden. Kein Kontakt, keine DVD, kein Band. Kein gar nichts. Kampfspuren? Negativ. Aber vor einer Viertelstunde hat hier ein Typ Motorrad geklaut vor der Tür. Bestimmt geflüchtet. Scheiße. Der will bestimmt zu Geiger, ey. Ich fahr dahin. Sag mal Tiesler Bescheid. Ich ruf Bukow an, okay? Alles klar, verstanden. Ja, dann nutzen Sie die Anzeige für eine Imagekampagne, verdammt nochmal. Das ist mir egal. Evalin gibt es jedenfalls vorerst nicht. Oh, pff, was die Aktionäre dazu sagen, das lassen Sie mal bitte meine Sorge sein, ja? Oh. Ist besser so, Ferdinand. Ah ja, ist ja gut, nur mach du dir nicht ins Hemd. Hey, ich riskiere ja einiges, ja? Ach ja, und das ganz und gar uneigennützig, ja? Papa? Was ist denn? Besuch für dich. Wir haben eine interessante Aufnahme gefunden. Ein Video von Kurt Hein. Und? Wo ist sie? Ich werde die Aufnahme als kleine Sicherheit aufbewahren. Am Ende des Monats möchte ich 20 Millionen Euro auf diesem Konto sehen. Da ist natürlich auch die Entschädigung für Milorads Familie drin. Das werden Sie nicht überleben. Hey, mit dem Ding. Komm. Du nicht. Komm hoch. Ist das deine Tochter? Ha? Ist das deine Tochter? Ja. Und jetzt sprichst du deiner Tochter. Was ist das? Das sind lauter Qualitätsprodukte aus dem Hause Geiger Pharma, du Arschloch. Volle Nacht!
Müll, Drecksau, du Dumme! Ach, oh, Geigerfahrer. Komm, aufsammeln! Aufsammeln! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja. Halt, halt, halt. Nicht du. Gib sie deiner Tochter. Gehört. Gib mir das Video und wir lassen sie alle hochgehen, ja? Es wird alles gut. Wo ist denn die Aufnahme von Kurt? Ich hab sie nicht mehr. Ich. In der Pension da. Da. Mordes an Lutz Brückmann. Erstmal. Wir sollten ihn auch verhaften. Sascha, bist du bescheuert? Komm, jetzt hilf mir. Sie haben es gewusst? Mit Naomis Symptom. Warum nehmen Sie dann die Impfung nicht vom Markt? Wollen Sie nicht einfach ein Geständnis ablegen, Evers? Ich habe Sie ab jetzt im Visier. Herr Bukow, das läuft schon lange umgekehrt. Kurt Heiner hat Beweise gesammelt, genug, um Sie in den Knast zu bringen. Sie auch. Frau König. Wo sind Sie denn? Wo sind denn diese Beweise? Hm?
König an. Kann das mal eine Sekunde? Zumindest haben wir jetzt Subotschek. Wie geht's Ihnen damit? Das versuche ich gerade rauszufinden. Wie geht's Ihnen damit? Haben Sie Subotschek vorhin noch getroffen? Hä? Wie kommen Sie denn darauf? Pöschel hat mir so eine komische Geschichte erzählt. Bisschen wirr. Ich habe gehofft, Sie könnten mich aufklären. Na, dann hoffen Sie mal schön weiter, Frau König. Werden Sie Ihren Kollegen in Berlin verpetzen, was ich Ihnen gestern Abend im Vertrauen erzählt habe?